Aufgrund von Corona war lange bei vielen die Befürchtung, dass an den deutschen Flughäfen gerade zur Urlaubszeit das Chaos ausbricht. Wegen dieser Nachricht hat es mich auch schon ca. 7,5 Stunden vor Abflug an den Flughafen verschlagen. Jedoch habe ich es trotz all dieser Botschaften nach Singapur geschafft und heute seht ihr mal, wie das Ganze so abgelaufen ist. Nachdem ich mit der Bahn angereist bin, ging es dann für mich erst einmal Richtung Terminal 1, um mein Gepäck abzugeben. Das ging alles recht flott. Danach bin ich direkt weitergegangen zur Passkontrolle. Nur für die Handgepäckskontrolle musste man etwas Zeit einplanen. Das hielt sich aber auch im Rahmen und war dann nach gut 30 Minuten erledigt. Ich hatte also jetzt noch so grob 6,5 Stunden bis zum Take-off. Ich habe dann erstmal damit begonnen, mein letztes Video zu schneiden. Dann habe ich noch bei einem leckeren Baguette den Flugzeugen beim Starten und Landen zugesehen. Und nach ein bisschen Video-Editing dort wurde es sogar noch recht schön draußen. In meinem Terminal war eigentlich echt relativ wenig los. Bin auch nochmal das Terminal hoch und runter gelaufen. Viele Flüge davon gingen oftmals in die USA. Und natürlich musste ich mich noch passend für den Flug kleiden. Das habe ich dann auch noch auf der Toilette erledigt. Die leichte Kleidung wurde durch einen entspannten Pulli und Hose getauscht. Draußen wurde es jetzt so langsam dunkel und der Flug stand kurz bevor. Deshalb habe ich mich dann auf den Weg zu meinem Gate gemacht. Dort wurden dann davor noch die erforderlichen Dokumente für die Einreise gecheckt. Beim Gate Z66 war das Boarding. Und da stand das schöne Stück. Ein Airbus A340-300. Und nachdem die Passagiere dann langsam rein durften, habe ich mich dann auch auf den Weg gemacht. Das hat dann auch recht gut geklappt, sodass es dann relativ pünktlich losgehen konnte. Am Platz angekommen, habe ich dann gespannt den Liftoff verfolgt. Da es zur Frankfurter Zeit um ca. 22 Uhr losging und es in Singapur bereits 4 Uhr morgens war, wollte ich so schnell wie möglich schlafen gehen. Man wurde aber erst noch mit Trinken versorgt und um ca. 24 Uhr gab es dann sogar noch ein kleines Essen. Die Nudeln, die wir bekommen haben, waren echt sehr solide. Jetzt durfte ich dann auch schlafen gehen. Für ein paar Stunden Schlaf hat's gereicht. Zum Frühstück gab es dann für mich auch erstmal einen Marvel-Film. Es war wirklich konstant dunkel im Flugzeug bis ca. 1,5 Stunden vor Landung, weil fast alle geschlafen haben. Um die Zeit war es draußen erstmal ziemlich wolkig über dem Meer, irgendwo zwischen Indien und Singapur. Dort gab es dann auch noch Frühstück, das hat mir auch recht geschmeckt. Nach vielen, vielen Wolken wurde es dann langsam klarer. Mein Sitznachbar war übrigens auch ein künftiger NUS-Student wie ich. Das war auf jeden Fall ein netter Zufall. Und dann ging es auch schon in den Landeanflug. Super viele kleine Inseln konnte man bereits spotten. Das war echt eine super, super schöne Landschaft. Die Gegend wurde auf jeden Fall schon mal für ein erstes Mal bestaunt. Nach der Landung wurde natürlich erstmal wieder der Flieger verlassen. Einmal noch kurz den Flieger begutachtet und dann ging es schon direkt zur Einreisekontrolle. Vom Gate zu den Schaltern wurde man mit dem Zug befördert. Nachdem meine Einreisedokumente dann noch einmal gecheckt wurden, durfte ich mich dann zum Gepäck abholen begeben. Und hier bin ich, finally in Singapur. Jetzt konnte man, wie ich es gemacht habe, beispielsweise noch mit der Bahn den Flughafen verlassen und das Abenteuer war geschafft. Schöne Grüße aus Singapur. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann schenkt mir doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert doch den Kanal. Macht's gut und bis bald.